Müsst ihr demnächst mal wieder in die Drogerie? Dann dürft ihr dieses Video nicht verpassen. Denn bei DM lauern die richtigen Schnapper. Kostenloses Wasser, günstiges Waschmittel und billige Lebensmittel. Ich zeige euch, wo die richtigen Schnäppchen lauern. Wir sind in der Parfümabteilung von DM und hier gibt es nicht nur Markendüfte wie von Bruno Banani oder auch S. Oliver, sondern auch sogenannte Dupes. Das sind günstige Düfte, die aber so riechen wie teure, luxuriöse Markendüfte. Zuallererst schauen wir uns Signature von Otto Kern an. Der ist mit 9,95 Euro für eine 30-Milliliter-Bottle schon recht günstig. Aber wonach riecht er denn? Ehrlicherweise nach Jean Poirier Le Male. Wer jetzt aber richtig sparen will, guckt sich einfach mal den Literpreis von 331 Euro an und switcht einfach rüber zur 50-Milliliter-Variante, die nur 279 Euro pro Liter kostet. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsduft. Das ist nämlich Larive Black Creek für 7,45 Euro. Klingt schon so ein bisschen wie ein Luxusduft und die Annahme ist auch richtig, weil es ist ein Dupe von Creed Aventus. Riecht wirklich wie das Original. Genug Männerdüfte, jetzt haben wir auch mal was für die Mädels. Und zwar haben wir hier Larive Cute für 7,45 Euro. Hat schon einen echt schicken Flakon. Wenn wir mal dran riechen, dann erinnert es doch stark an das Eau de Parfum von Chloé. Selbstverständlich sind Düfte total subjektiv und der eine sagt vielleicht, hey, das riecht mehr wie Dior Sauvage, der andere sagt, hey, das riecht mehr nach Bleu de Chanel. Aber dafür ist ja auch DM da. Probiert einfach die Düfte aus und wenn es euch passt, dann könnt ihr wirklich bares Geld sparen. Nicht nur in der klassischen Parfümabteilung gibt es Dupes, sondern auch hier in der Deo-Abteilung. Und wo sind die Superschnäppchen? Natürlich ganz tief weit unten im Regal bei den Eigenmarken. Und hier haben wir für die Frauen Balea Parfüm Deodorant für nur 95 Cent. Und das hier ist ein 1:1 Klon vom Alien Parfüm Deo. Das originale Alien Spray wird so für um die 50 Euro gehandelt bei 100 Milliliter. Und hier bekommen wir für 95 Cent ganze 150 Milliliter. Natürlich könnten wir jetzt so weitermachen für diese Variante hier oder auch hier für die Pure Eleganz Edition. Aber geht doch einfach selber mal in eure DM-Filiale und checkt aus, ob ihr rausfindet, welche Luxusmarken dahinter stecken. Die Artikelsparte, die vor allem in den letzten Jahren deutlich teurer geworden ist, sind Lebensmittel. Und ehrlicherweise, wo geht ihr hin, wenn ihr Lebensmittel kauft? Normalerweise in den Supermarkt, vielleicht auch mal zu einem regionalen Gemüse- oder Obsthändler. Aber bei DM, da gehen, glaube ich, die selten Lebensmittel kaufen. Aber vor allem da kann man richtige Schnäppchen machen. Tomatenmark 200 Gramm in der Tube kosten hier 85 Cent. Und Leute, ganz ehrlich, wir blenden euch hier mal ein paar Beispielfotos aus verschiedenen Supermärkten ein. Das ist deutlich unter dem Normalpreis. Und wenn ihr jetzt dachtet, ach, das ist nur ein Aktionspreis, das ist nur ein Produkt, was so günstig ist, falsch gedacht. Wir schauen uns mal hier zum Beispiel auch die Bio-Tomatenstücke an, ja, sogar Bio-Qualität für 65 Cent. Und ehrlicherweise, auch für so eine Dose zahlt ihr beim Discounter und beim Supermarkt deutlich das Doppelte. Das waren jetzt natürlich einige Beispiele, was jetzt aber natürlich nicht bedeutet, dass ihr einfach direkt losziehen sollt, euch nehmt das, ich nehme noch hier Schokocreme, Nuss Nougat und vielleicht noch hier Cashew-Mousse, sondern trotzdem immer die Preise vergleichen. Vielleicht ist euch bei DM aber schon mal aufgefallen, dass diese ganzen Preisschilder immer steril und weiß sind. Da gibt es keine krassen, knallig roten Aktionsschilder. Das liegt daran, weil DM eine sogenannte Dauerpreisgarantie hat. Das bedeutet, dass sie nicht automatisch immer den billigsten Preis am Markt haben, aber das bedeutet, dass sie versuchen, einen möglichst tiefen Preis zu halten. Und das schaffen sie bei vielen Artikeln, sogar teilweise ein ganzes Jahrzehnt. Schaut euch das mal hier an, bei Ritex Bio Gleitgel, das ist schon seit dem 30.09.2014 preisstabil und wurde seit fast 10 Jahren nicht erhöht. Ich stehe jetzt vor dem wichtigsten Regal, was ihr braucht, wenn ihr bei Mama ausgezogen seid, das Waschmittelregal. Und da lässt sich auch richtig Geld sparen, wenn ihr einfach nur auf die Preisschilder achtet. Und zwar nicht einfach hier auf die großen Preise wie 3,55 Euro oder 4,75 Euro, sondern DM und ehrlicherweise auch ganz viele andere Märkte haben mittlerweile einen richtig coolen, fairen Hinweis versteckt, um rauszufinden, was eine Waschladung kostet. Hier zum Beispiel bei Persil 4-in-1 Discs, 7,95 Euro für 20 Wäschen, könnten wir jetzt einfach mit dem Handy oder auch im Kopf selber rechnen, brauchen wir aber alles gar nicht mehr. Hier steht es nämlich 40 Cent für eine Waschladung. Und da wir jetzt wissen, worauf wir achten müssen, können wir einfach mal versuchen, das billigste Waschmittel bei DM zu finden. Und dazu gehen wir wieder ganz tief nach unten. Hier haben wir die günstigen Eigenmarken von Denk mit. Hier gibt es schon die günstigen Preise von 2,15 Euro oder 1,65 Euro. Jetzt aber nicht einfach blind so eine Flasche kaufen, sondern wie gewohnt auf den Wäschepreis achten. Der ist hier bei 9 Cent pro Wäsche. Und das ist ja viel zu teuer. Da gibt es deutlich günstigere. Das günstigste Waschmittel, was ich bei DM finden konnte, ist die Eigenmarke Denk mit in White Sensation mit 50 Wäschen drin für 2,15 Euro und das ergibt einen unglaublichen Wäschepreis von nur 5 Cent pro Wäsche. Jetzt muss man auch noch ehrlicherweise sagen, auf der Rückseite sagen die Hersteller immer gerne, dass man ein bisschen überdosieren soll. Man kann gerne auch mal 20, 30, gerne auch mal 40% weniger Waschmittel reinmachen, wenn keine Flecken oder sonstigen Verunreinigungen auf der Wäsche sind, sondern wenn sie einfach nur im Sommer nach Schweiß stinkt.
Und dann kann man hier auch wirklich über Kampfpreise von 4, vielleicht sogar 3 Cent pro Wäsche reden. Ihr seht, nicht nur einfach blind unten ins Regal greifen, sondern auf den Preis pro Wäsche achten. Und der ist mittlerweile nicht nur bei den Preisschlemmen bei DM, sondern auch bei allen anderen Supermärkten und Discountern. Von den ganzen Schnäppchensuchen wird man natürlich auch manchmal extrem durstig. Und wie gut, dass man bei DM jederzeit kostenlos Wasser trinken kann. Das sind zwar ehrlicherweise diese typischen Becher aus der Arztpraxis, aber funktioniert 1A und gratis schmeckt es eher am besten. Eine Sache, für die DM auch bekannt ist, ist natürlich das klassische Payback-Punkte sammeln. Und viele da draußen sagen ehrlicherweise zu Recht, ach, bis ich mir da in 10 Jahren irgendwann so eine Teflonpfanne oder sowas holen kann, das lohnt sich gar nicht. Pustekuchen, bei DM gibt es teilweise richtig krasse Payback-Coupons, mit denen ihr richtig sparen könnt. Ihr könnt immer damit Payback richtig Geld sparen, wenn ihr die Coupons aktiviert. Und gerade gibt es diesen Monat bei DM einen sogenannten Zahnhygiene 33-Fach-Coupon. Kurzes Rechenbeispiel, wenn ihr für 100 Euro Zahnhygieneprodukte kauft, würdet ihr für jeden zweiten Euro normalerweise einen Payback-Punkt bekommen. Das sind 50 Payback-Punkte und haben ungefähr einen Wert von 50 Cent. Relativ wenig. Wenn ihr jetzt aber den 33-Fach-Coupon aktiviert, bekommt ihr 1650 Punkte, was ein Äquivalent zu 16% ist. Das heißt, ihr habt einfach mal 16% auf den gesamten Einkauf gespart. Das Ganze gibt es aber nicht nur auf Zahnhygieneartikel, sondern im nächsten Monat sicherlich auch auf Haarshampoo-Kolorationen, auf Lebensmittel oder auch auf andere Hygieneartikel. Also immer in der Payback-App schauen, was es für krasse Coupons gibt, mit denen ihr ordentlich an der Kasse sparen könnt. Jetzt gibt es aber noch den super Spartipp für die richtigen Sparfüchse von euch. Es gibt nämlich noch die komplett kostenlose Payback American Express Kreditkarte. Mit der bekommt ihr nochmal zusätzlich Payback-Punkte auf den Einkauf, der ihr schon Payback-Punkte gebracht habt. Und wie ihr die bekommt und wie ihr die möglichst effektiv nutzt, um noch mehr Rabatt rauszuschlagen, das zeigen wir euch gerne in einem neuen Video. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, dann drehen wir das direkt nächste Woche für euch ab. Eine Sache, die wirklich Königsklasse bei DM ist, sind Erstattung und Rückgaben. Ich habe hier ein paar Artikel, die ich unbedingt zurückgeben muss. Erstmal dieses Paar Socken hier, das ist mir leider ein Ticken zu klein. Dann hier noch ein paar Luftballons von einer Party, die leider nicht stattgefunden hat. Und dieser Rasierer hier, der war leider auch falsch. Ich habe noch ehrlicherweise schon einmal benutzt und habe gemerkt, ist leider nicht so mein. Und jetzt kommt aber der Clou. Ihr könnt das Ganze in Kombination mit dem Kassenbon sogar geöffnet und benutzt einfach in eurem DM-Markt zurückgeben. Kauft euch einfach den Artikel, testet, ob er zu euch passt. Und wenn ihr irgendwie nach 1-2 Wochen merkt, ist leider doch nicht so mein Fall, einfach mit dem Kassenbon zurückkommen und selbst einen benutzten Rasierer einfach bei DM zurückgeben. Jetzt kann es natürlich auch mal im Zuge des Gefechts passieren, dass man einfach auch mal so einen Kassenbon verliert. Und da könnt ihr auch auf die Kulanz von DM hoffen. Geht einfach zu einem Mitarbeiter, erklärt den Umstand, dass ihr das Ganze verloren habt. Wenn sich die Kollegen dann vor Ort kulant zeigen und ihr natürlich auch ein freundliches Auftreten habt, dann sollte einer Rückgabe nichts im Wege stehen. Ihr seht, man kann in vielen Abteilungen von DM einfach bares Geld sparen. Merkt euch die Tipps, wenn ihr das nächste Mal in der Drogerie einkaufen geht, und somit schont ihr auf jeden Fall euren Geldbeutel.